Herzlich willkommen zum monatlichen Live-Chat. Immer der erste Mittwoch im Monat. Ich habe in den Chat schon mal so ein paar Veranstaltungstipps geschrieben, da muss ich das nicht alles noch... Naja, ich kann es ja auch noch mal sagen für das Video nachher dann. Erstmal wünsche ich allen ein glückliches 2018. Und möchte darauf hinweisen, dass am 21.01. Januar von 15 bis 17.30 Uhr in Bremen der nächste Satsang stattfindet. Der ist dann erstmal bis April der letzte, weil ich dann so eine kleine Winterpause mal machen werde, was Bremen angeht. Die Live-Chats hier gehen ganz normal monatlich weiter. Das ist das eine und natürlich der nächste Live-Chat dann am 7.2. ab 20 Uhr, so wie heute, auf diesem Kanal. Ich bin hier gerade im Live-Chat-Marathon. Ich habe mit meiner Freundin zusammen, mit Sheila, Christina, habe ich einen Weihnachts-Live-Chat gemacht. Manche von euch haben es vielleicht gesehen. Und einen Silvester-Live-Chat. Und drei Tage später ist schon wieder mein eigener Live-Chat hier. Ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerade besonders der Silvester-Live-Chat hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Weihnachten war auch toll. Aber Silvester war schon was Besonderes. Das hat wirklich Laune gebracht. Das Video ist auch sehr empfehlenswert, kann man sich auch im Nachhinein noch anschauen, kann ich nur sehr empfehlen. Ja, noch bin ich der Einzige, der sich in den Chat getraut hat. Einfach einen Namen eintragen und loslegen. Ja, sind noch ein bisschen weniger Zuschauer gerade zugeschaltet. Wahrscheinlich noch alle erschöpft von den Feiertagen, ich auch. Also Leute, wenn ihr nichts postet, nichts schreibt im Chat, das können ja auch, muss nicht unbedingt eine Frage sein, dann mache ich zügig Feierabend. Weil die Endzeit, also normalerweise mache ich so bis 22 Uhr, aber das muss nicht so kommen. Ich habe mir das offen gelassen.
Hallo Anna. Anna schreibt, hallo Satya und alle, die schon da sind. War noch kurz mit dem Hund eine Runde, jetzt bin ich da. Schön, Anna, freut mich. Ist noch nicht so viel los insgesamt. Hallo Vera. Und hallo Anne. Freut mich. Ja, ein paar von euch waren ja auch, glaube ich, Silvester dabei. Oder Weihnachten oder beides, ich weiß es nicht. Ja, für die, die jetzt Weihnachten oder Silvester zum ersten Mal dabei waren, möchte ich das nochmal ganz kurz hier vorstellen. Das ist also ein bisschen anders als jetzt, wenn ich mit Chela zusammen das mache. Dann ist natürlich dadurch, dass sie so ein ganz anderes Aufgabengebiet noch hat, ist natürlich da eine Menge los dann. Und ich bin ja mehr so der Selbsterkenntnis-Hardliner. Obwohl ja auch oben steht, dass es eigentlich eine offene Sendung ist hier, ein offener Livestream. Also es können auch gerne andere Themen angesprochen werden. Es ist also nicht festgelegt auf Selbsterkenntnis, aber meistens läuft es dann doch im Verlauf der Veranstaltung dann doch darauf raus, dass es eben um Fragen der Selbsterkenntnis, Erleuchtung, Erwachen und so weiter geht. Ja, es ist gerade absolutes Sauwetter. Der Regen peitscht hier an die Scheiben, an die Fenster und Balkontüren. Ja, und dann wollte ich nochmal, fällt mir gerade ein, so generell was über den Live-Chat sagen, der ja monatlich einmal stattfindet, regelmäßig, plus natürlich eventuell Zusatzveranstaltungen wie jetzt Weihnachten und Silvester. Also, das ist als Einstiegsangebot gedacht.
Also es ist so zum Kennenlernen. Und wenn man jetzt ernsthaft an Selbsterkenntnis oder Erleuchtung oder Erwachen interessiert ist, dann reichen eigentlich diese Live-Chats nicht aus. Ich würde dann doch empfehlen, wenn das euch bei mir gefällt, sag ich mal, dann mit mir Kontakt aufzunehmen über Telefon, Skype oder eben durch einen direkten Besuch in Lüneburg oder regelmäßige Satzangsfinden auch in Bremen statt. Und das ist halt so mein Gesamtangebot. Und nach meiner Erfahrung ist natürlich ein direktes Treffen am allerbesten. Oder ein Gruppensatzang in Bremen oder sonst wo. Also momentan ist es nur Bremen. Ich möchte das einfach mal so, so ein bisschen rausstellen, dass eben dieser Live-Chat, also ich denke mal, viele oder einige Menschen begrenzen sich dann einfach auf diese Live-Chats vielleicht, und das ist nicht so ratsam. Also ich will das natürlich niemandem ausreden, und es ist auch die beste Lösung, wenn man jetzt seine Wohnung nicht verlassen will, es ist natürlich eine tolle Sache. Aber am besten ist natürlich schon ein direktes Gespräch, wie auch immer. Mit Bild ist auch sehr gut, Skype, wenn man das mag, oder eben ein direktes Treffen ist natürlich das Allerbeste. Nur noch mal so dazu. Und Anne schreibt, ja, ich war beides mal dabei und fand es richtig gut und lebendig. Ja, das bezog sich auf die Silvester- und Weihnachtsveranstaltung. Ja, das freut mich sehr, Anne. Anne schreibt, leider fallen mir gerade keine Fragen ein und ich bade einfach im Sein. Ja, das ist auch gut. Mache ich auch. Ich bin dann einfach still.
Anna schreibt, ich kenne sonst nur Satsang und war von daher einfach interessiert an eurem Angebot an Weihnachten und Silvester und fand das total schön. Und jetzt ist wieder Satsang. Ja, freut mich. Freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Also ich habe diese Veranstaltung einfach nur Live-Chat genannt. Das hat aber durchaus Satsang-Züge natürlich, nimmt das immer wieder an. Ich habe das allerdings bewusst so offen gelassen, damit sich diese Veranstaltung in jede Richtung entwickeln kann, ganz spontan. Aber meistens geht es dann doch Richtung Satsang. Hallo Achim!
Anna schreibt, für mich ist diese Satsang-Qualität schon was sehr Schönes, weil in meiner Umgebung niemand ist, der auch an Selbsterkenntnis interessiert ist. Ich weiß jedenfalls nichts davon. Daher zieht es mich an und ich schätze diese Möglichkeit. Auch wenn jetzt gerade diesbezüglich noch keine akute Frage auftaucht. Mal sehen. Es muss ja auch nicht immer eine Frage sein. Ihr könnt gerne auch Sachen schreiben, die euch irgendwie bewegen oder ja, Sachen oder irgendwas, wozu ich einfach was sagen soll. Ansonsten ist es auch, es ist einfach so, dass die Stille auch unglaublich wirksam ist. Auch selbst über so ein Videomedium. Das ist ein Live-Chat, wo nicht geredet werden muss. Aber still sein muss man jetzt auch nicht unbedingt. Das ist halt ganz frei und ja, frei. Anna schreibt noch, genau, so ist es. Hier gibt es mal jemand, der auch die Stille empfinden und genießen kann. Na, das ist doch was. Und für mich sehr deutlich spürbar. Freut mich ja, sehr schön. Aber wie gesagt, wir müssen nicht still sein. Ihr könnt gerne was schreiben, fragen, wie auch immer. Ich bin heute eher still veranlagt. Also wenn ihr nichts schreibt, dann bin ich einfach still. Aber das heißt nicht, dass ihr auch still sein müsst. Ihr könnt jederzeit im Chat was schreiben. Ich sehe das dann.
Hannes schreibt, in der Stille gibt es keine Fragen mehr und auch keine Lust, sich eine Frage auszudenken. Das ist einfach zu anstrengend. Ja. Und diese Stille, die ist, auch wenn Fragen da sind, ist sie immer noch unberührt. Egal was da ist, die Stille ist immer unberührt. Achim schreibt, Jens, habe gerade wieder nach vielen Jahren eine Rückerinnerung an Sri Aurobindo und an Mira Alfasar, genannt Mutter. Ich spüre da das große Unfassbare, das ich nicht benennen kann. Wenn ich an Mutter denke, drückt es mir die Tränen aus den Augen. Kennst du die beiden? Aber nicht näher. Also, die gehörten jetzt beide nicht zu meinen Lehrern. Ich hatte andere. Mein einziger wirklicher Meister war ja Satyasababa, aber ich hatte so, ich nenne das immer so die konzeptuellen Lehrer. Aus dem Advaita Vedanta hatte ich mehrere. Ramesh Balsika, Ramana Maharshi natürlich auch. Und Nirsagadatta Maharaj habe ich in den letzten Jahren erst kennengelernt, also richtig schätzen gelernt. Sri Aurobindo und Mutter kenne ich nicht weiter. Aber ich freue mich, dass du da eine Resonanz spürst. Das ist ja, das ist gut. Und ich kann dir nur empfehlen, das einfach auszuleben, ja, also so wie es kommt. Verbinde dich dann innerlich mit diesen Lehrern oder Meistern und genieße es, ja? Also das ist ja egal, welche Form Gott hat, das ist vollkommen egal. Ja, also ich bin da auch nicht irgendwie eifersüchtig oder so. Ja, muss ja nicht in dieser Form hier sein. Das ist so wie man, das ist ja auch bei mir so mit Sai Baba gewesen, das ist einfach passiert. Ja, das ist einfach so. Da gewesen plötzlich. Der Meister war plötzlich da. Anna hat geschrieben, die Stille ist immer unberührt, wird hier dann aber nicht mehr bemerkt. Ja, kann ich verstehen, was du meinst.
Und Anna schreibt, Stille ist mein Zuhause. Und drum mag ich es so, Menschen zu begegnen, die das auch kennen. Ja, danke für eure Kommentare. Es ist so ein bisschen mit der Stille so, das ist ja auch kein Objekt. Also die Stille ist das, was alles bemerkt. Selbst, also du selbst bist ja diese Stille. Deswegen wird es scheinbar dann nicht bemerkt, aber das kann ja auch in dem Sinne nicht bemerkt werden. Ja, weil es ist das, was bemerkt. Du bist selbst diese Stille, 100% jetzt, ohne dass irgendwas fehlt. Dieser Kern des Ichs, ja, dein Ich, das, was du kennst, ich bin, ja, diese Präsenz, der Kern, sozusagen der Stoff, aus dem das Ich gemacht ist, das ist die Stille. Und das Ich-Gefühl ist dann einfach nur eine Zusammenziehung schon, das ist schon eine Kontraktion, also eine Identifikation, eine Begrenzung. Ja, aber das Ursprüngliche ist vollkommen unbegrenzt und frei. Und das scheint dann in Gestalt dieses Ichs. Und dann kann man eben auf die Idee kommen, dass die Wahrheit irgendwo anders ist. Ich würde empfehlen, das Ich zu untersuchen. Der Kern des Ichs ist die Wahrheit. Wo kann man es leichter untersuchen als im eigenen, als in dem, was man am besten kennt, nämlich in diesem Ich Bin? Wo kann man es besser untersuchen als da? Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, um die wahre Natur von allem zu untersuchen, als im eigenen Ich. Denn das weiß jeder. Jeder weiß, ich bin. Jeder weiß das. Und das Wundervolle, das Mysterium, das wohnt da sozusagen drin, wie es in allem wohnt, wie es alles erschafft. Alles ist Wahrheit. Du bist Wahrheit. Und zwar ohne, dass du da irgendwas für tun musst. Absolut mühelos. Und ich möchte Achim noch was sagen, und zwar, du hast geschrieben, ich spüre da das große Unfassbare. Das ist jetzt eine Projektion. Ich möchte dir das, den Mechanismus nur mal bewusst machen, wenn es dir nicht schon bewusst sein sollte. Also, will ja nichts unterstellen. Also,
Du selbst bist dieses große Unfassbare, das möchte ich dir sagen. Du selbst bist das. Und vielleicht kannst du das jetzt bei dir nicht so sehen, oder da ist irgendwie so ein Gedankenkomplex oder eine Überzeugung, die dich daran hindert, das selber zu, also ganz bewusst zu sein. Ja, du selbst bist das ja. Und dann erscheint dir das als Projektion im Außen. Aber du selbst bist das. Das ist so wichtig, weißt du, das immer wieder zu betonen. Und das ist nicht erst irgendwann so, sondern es ist jetzt so. Absolut jetzt. Und jetzt und jetzt und jetzt. Und es war nie anders und es wird nie anders sein. Ich kenne das. Ich habe das früher auf Sai Baba projiziert und habe den als gottgleich verehrt, so richtig. Und dabei natürlich war mir noch nicht klar, dass ich selber das bin. Ich habe das auch, lange Jahre habe ich das auf ihn projiziert. Und immer wenn ich von ihm geträumt habe oder wenn mir irgendwas, ja, wenn ich irgendwie so an ihn gedacht habe, dann schien er immer zu sagen, du selbst bist das. Er gab mir das immer zurück. Ich hatte immer das Gefühl, er wollte mir sagen, ja, es ist schön, Gott ist überall, ja, und deswegen bin ich Gott, aber du bist auch Gott und du hast vergessen, dass du Gott bist. Und das war immer so irgendwie seine Message, so für mich. Dass ich eben selber erkennen muss, wer ich bin. Aber dass ich überhaupt nichts anderes als er bin, das hat er immer so ganz stark auch ausgestrahlt. Und heute empfinde ich das richtig so, wenn ich an ihn denke, dann habe ich das Gefühl, das ist so mein zweites Ich irgendwie so. Er lebt ja nicht mehr mittlerweile. Aber irgendwie ist er doch noch so präsent irgendwie manchmal, das ist unglaublich. Also man muss sich das mal überlegen, also man muss sich das mal klar machen, auch so vom Denken her. Ne? Es ist wirklich so, dass das, was jetzt hier diese Person quasi mit Leben erfüllt, ja, dass dieses Sein, ja, das, die Wahrheit, die Mystik der Existenz, die hat genauso diese Form hier den Jens belebt und gesteuert, und in anderer Form war ich, das große Ich, ja, quasi in Indien, in der Gestalt von Sai Baba, und habe da als Avatar mein Leben verbracht. Also das bin alles ich sozusagen, ja. Nur in anderen Formen. Aber es ist überall dasselbe drin. Bisschen salopp gesagt. Hier die Flasche, ne? Ich trinke mich. Das bin ich. Also die Flasche bin ich und das Wasser darin auch, und dann trinke ich mich selbst. Schmeckt übrigens echt gut. Klares Wasser. Wenn man Durst hat, das Allerbeste. Anne, das müsste an deiner Internetleitung liegen dann. Der Stream ist halt ein HD-Stream, Full-HD-Stream. Das ist natürlich eine sehr hohe Auflösung. Du könntest versuchen, das runterzuschalten. Also das sollte eigentlich nicht an dem Upstream hier von hier liegen, weil ich eine sehr schnelle Leitung habe.
Es kann helfen, die Auflösung runterzustellen auf meinetwegen, ja, weiß ich nicht, 720 oder 480p. Das kann man ja einstellen. Und falls jemand anders noch auch noch Ruckler haben sollte, starke Ruckler, dann wäre es nett, wenn ihr das mal im Chat schreiben könntet. Falls das doch generell überall so sein sollte. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Achim, sehr gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Meistens sind die Probleme so in der eigenen Internetanbindung zu suchen, wenn es ganz stark ruckelt. Das ist nämlich jetzt auch der Unterschied zu den, Weihnachts- und Silvester-Live-Chats. Die hatten eine 720er Auflösung, weil das auch Christinas Laptop nicht schafft im Upstream. Anna schreibt, hier ist alles gut bezüglich Technik. Vielen Dank für das Feedback. Ich glaube auch, dass es manche Leitung ist damit überfordert mit dem mit der hohen Auflösung. Also falls ihr das irgendwie hinkriegt, man müsste das eigentlich runterstellen können. Also Silvester hatten wir und Weihnachten hatten wir 720er Auflösung und das ist natürlich dann etwas leichter anzuschauen, dann, wenn man das so lässt. Man kann aber, jeder Zuschauer kann sich selber die Auflösung einstellen. Von ganz hoch bis eigentlich auch niedriger. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn. Ich habe das noch nie runtergestellt bei mir. Ja, ich kann es ja mal versuchen, mich selbst anzugucken hier. Ja, es geht. Also ich habe gerade gesehen, bei in dem Fenster ist so rechts so ein Einstellungsbutton. Da klappt dann so eine Fläche auf und da kann man die Übertragungsqualität von hoch, mittel und niedrig einstellen. Und dann müsstet ihr entsprechend runtergehen, die Qualität etwas senken. Dann müsste man eigentlich immer noch alles gut sehen können und dann müsste es eigentlich auch ruckelfrei gehen.
Ja, heute kommt es nicht richtig in Gang mit Fragen so, aber macht ja auch nichts. Aber ich werde mir dann jetzt doch mal vorbehalten, die Sendung heute mal ein bisschen kürzer zu machen. Also, ihr habt jetzt noch so ein paar Minuten Zeit. Wenn ihr noch was auf der Seele habt, dann möchte ich das euch bitten, so bis 21 Uhr so noch zu schreiben. Denn ich mache dann so in ein paar Minuten, fange ich dann noch so eine stille Zeit an und lasse das dann ausklingen. Ne? So dass wir heute mal eine gute Stunde vielleicht machen oder ein bisschen mehr, je nachdem. Also wenn ihr jetzt noch was auf der Seele habt, dann würde ich jetzt schreiben. Denn so als stille Satz sagen reicht eigentlich auch eine Stunde, finde ich. Denn wir sind ja auch so in, also ich sag mal, wir sind ja auch so in Verbindung. Also wenn wir das wieder ausmachen, hier die Kamera, dann sind wir ja immer noch in Verbindung. Das ist ja sowieso alles eins. Vera schreibt, ich fühle inneren Frieden und innere Stille. Das freut mich. Geht mir auch so.
Vera schreibt, die Liebe beginnt da, wo das Denken aufhört. Mal von Meister Eckhart ist das. Ja, ich weiß nicht. Schöner Spruch, aber ich finde das auch, das Denken ist auch Liebe irgendwie. Also, ich kann einfach nichts ausschließen. Aber das stimmt schon, sobald man natürlich mehr am Fühlen ist als am Denken, kann man das natürlich umso deutlicher spüren. Aber ich glaube, die Liebe, die da gemeint ist, ist die allumfassende Liebe. Und da finde ich das so ein bisschen komisch irgendwie, dass er das... Hat er das wirklich gesagt? Hört sich so gar nicht nach ihm an, finde ich. War ja schon jemand, der die Nicht-Dualität im christlichen Gewand gepredigt hat sozusagen. Naja, mit den Gedanken ist es immer so, was mache ich damit? Ne? Also glaube ich die Gedanken, dann sind sie ja, dann ist es, ja, dann kann es Probleme machen. Oder lasse ich sie einfach so dahin ziehen wie Wolken am Himmel. Auch Gedanken sind einfach Inhalte des Bewusstseins.
Gut. Dann endet für heute der Live-Chat. Der Live-Chat endet, aber die Stille bleibt. Genießt es weiter, genießt den Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Und am 7.2. geht es hier weiter, ab 20 Uhr wieder. Und wer nach Bremen kommen mag, am 21.01., Sonntag der 21.01., ab 15 Uhr, 15 bis 17.30 Uhr ist ein Satzern in Bremen. Gut. Also, verabschiede mich.